Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mal eine 8x1 Map und zwar die Map Ragnach. Habe ich noch nie gespielt, aber ich habe jetzt keine Zeit zu reviewen hier die Map, weil ich erstmal Sachen brauche. Und ich glaube, also hier gibt es zumindest so kleine Inseln, ich denke, das spawnt Eisen, genau. Korrekt, Torben, das hast du gut erkannt. Bam, bam, bam. Wo ist die Mitte? Da. Ich Idiot. Ich habe es einfach nicht erkannt, aber es sieht irgendwie auch alles komisch aus, finde ich. Da braucht man auf jeden Fall mehr Blöcke. Das reicht nicht. Gehen wir mal wieder nach Hause und kaufen uns erstmal auch ein Schwert und eine Brustplatte. Das können wir dann auch schon mal gut gebrauchen. Wenn wir uns wehren können, ist das immer gut. Dann zack und... vielleicht sogar noch ein bisschen was zu essen für zwischendurch. So, jetzt können wir uns doch auch wehren. Ich hoffe, der kommt gleich hier nicht über eine Verbindung zu uns. Das wäre mies. Aber ich habe halt echt Bock auf so das erste Gold, damit den ersten Bow. Bisher kommt... ah, fuck. Nee, das erste Gold ist auf jeden Fall schon vergeben. Mal gucken. Jo, das erste Gold ist weg. Leider Gottes, aber unsere Nachbarn kommen schon mal nicht zu uns. Vielleicht können wir uns das zweite Gold schnappen. Und da ist es. Da ist auch direkt einer. Aber der macht erstmal einen Abgang. Sehr gut. Und jetzt geht's wieder zurück. Boah, Leute. Ihr habt gesehen, wie ich zusammengezuckt bin. Ey. Oh nein, ich werde beschossen. Oh nein. Oh nein. Schnell, schnell. Geschafft, Leute. Okay, wir haben Gold. Das ist ein Riesenvorteil. Bam. Chillig. Das ist, jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition. Oh nein, es laggt. Ah, es geht wieder. Gut. Was war das denn bitte? Oh, das war kurz spannend. Aber jetzt haben wir eine echt gute Ausgangsposition hier, um unsere Gegner fertig zu machen. Ein Bett ist auch schon weg und ein Team ist gar nicht erst zustande gekommen. Was ich schade finde. Heute schaffe ich die Folge, denke ich mal, nicht mehr. Aber dann vielleicht morgen. Ich versuche jetzt einfach mal, was sehr gewagt ist. Aber wenn ich es schaffe, ist es ein Riesenvorteil. Bam, ich habe es geschafft. Weil jetzt sind wir in der Mitte. Oh, ich hätte mir vielleicht vorher eine bessere Chestplate kaufen sollen, ne? Aber egal, juckt ja eigentlich keinen. Ich versuche nochmal nach Hause zu rennen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, das wäre richtig mies. Ah, damit habe ich es geschafft, so gut wie. Zack, perfekt. Weil jetzt sind wir dann richtig gut equipped hier mit der besten Chestplate am Start. Und dann natürlich auch noch ein Eisenschwert. Bam, dann versuche ich mir eben nochmal hier ein bisschen Eisen für eine... okay, wir machen uns erstmal nicht bemerkbar. Das, also, wir lassen ihn erstmal vielleicht im Glauben, vielleicht denkt er, dass wir uns noch keinen... Bogen geleistet haben. Ach, was laber ich eigentlich schon wieder? Vielleicht denkt er, dass wir noch keinen Bogen haben. So. Okay, ich hole mir mal ein bisschen neue Blöcke. Ja, nicht zwei. Blablabla, scheiß drauf. Auf die Anordnung hier. Okay, da hinten das blaue Team hat noch einen Bogen. Vor dem muss ich ein wenig Angst haben, aber wenn ich jetzt in die Mitte komme, wäre das der Vorteil. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Das gibt es nicht, Leute. Das gibt es nicht. Damit bin ich... damit habe ich verloren, glaube ich. Ich habe meinen Riesenvorteil einfach sowas von verschwendet und ich konnte ihn nicht mehr... ich habe ihn nochmal geboostet. Wie billig. Oh, wie bitter. Oh, wie bitter. Komm, kick ihn. Kick ihn. Ich habe ihn nicht gekickt. Ja, das war's. Och man, wie bitter das ist, Leute. Ich glaube es nicht. Wie bitter das einfach ist. Och Mann. Wenn wir es jetzt... nein, das schaffe ich niemals. Ich schaffe es nicht, jetzt in die Mitte zu rennen. Mir das Gold hier... Ich komme nicht zu ihm. Komme ich doch zu ihm? Ich komme zu ihm. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Boah. Fuck, lass mich doch bitte in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte gib mir eine Chance, alles gut zu machen. Bow, bow, bow. Ach, ich brauche den Bow. Den Bow.
Okay, alles gut, Leute, alles gut. Erstmal das Bett abbauen. War da einer? War hier gerade einer? Hat er irgendwo eine Verbindung hin? Nein, hier kann keiner gewesen sein. Ach, alles. Alles Einbildung. Huiuiui. Hier sollte keiner sein. Boah, Leute. Diese Runde ist richtig spannend. Bisher. Ich hoffe, ich kann die Spannung noch aufrechterhalten. Oh, lol, Alter. Ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Ich war gerade so aufgeregt, dass ich nicht hotkeyen konnte. Okay, er rennt wieder weg. Er wird wahrscheinlich richtig viel Gold haben. Aber ich habe mein Leben behalten. Boah, was für eine Aktion, ey. Wie schnell das alles ging. Wie schnell man so vom richtigen Luxus in den absoluten Tod fallen kann, ne? Ist schlimm. So, mittlerweile haben wir uns wieder ein bisschen hochgearbeitet, würde ich mal behaupten. Ich denke, eine Rettungsplattform ist relativ sinnvoll. Zack. Aber ich habe... Ja, wenn ich mal eine Rettungsplattform benutze, das ist ein Wunder, wäre das. So, wir lassen die alle mal im Glauben, dass ich keinen Bogen habe. Ich hoffe, dass sie das so denken. Ach, ich habe ja Optifine installiert. Stimmt. Guck mal, Leute, ist das nicht super? Zu blau müssen wir. Dazu müssen wir erstmal rot vorbei. Ja, vielleicht wagen wir mal was. Hier. Oh, hier lag noch ein Gold. Dann hätte ich mein Eisenschwert kaufen können. Scheiße. Aber vielleicht ist eine Rettungsplattform eh sinnvoller. I don't know. Aber ich denke, es war gut so, wie ich es jetzt getan habe. Wir kaufen uns mal ein paar Blöckchens. Weil wir müssen ja jetzt hier auch mal handeln, ne? Die ganze Zeit lahm in der Base sitzen ist eh langweilig. So, wir bauen die Böcke hier wieder ab, damit ihr nicht auf die Idee kommt, dass wir uns hinter der Base lang gebaut haben. Dann bauen wir uns hier hoch. Zack. Boah, Alter, dieses Team Schwarz, was da eingeblendet ist, ne? Ohne Spaß, warum ist das da? Das ist so erschreckend manchmal, wenn man dann denkt, dass da ein Typ wäre. Zack, so. Jetzt, aber. Okay, der Pinke ist zu Hause. Ich denke, ich weiß nicht, ob er es weiß. Ich weiß aber, dass der richtig gut equipped sein sollte. Der Pinke ist zu Hause. Scheiße, ich hätte mir Warp Powder kaufen können, ne? Das wäre die Lösung. Ich kann vielleicht darauf hoffen, dass er denkt, dass ich nicht hier wäre. Und die dann gleich da hinten mit dem Bogen runterschieße. Da ist er, da ist er, da ist er. Na komm! Na komm! Ja! Wir haben ihn gekriegt, Leute. Boah, das war... Ich wusste nicht genau, wie ich handeln sollte, aber ich habe richtig gehandelt. Boah, Gott sei Dank hatten wir den Lowground auch noch. Dadurch haben wir ihn ordentlich ausgeteilt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, den haben wir gekriegt, der sich hier mit uns angelegt hat. Boah, es ist eine so spannende Runde. Unnormal, ey. Wo ist denn der blaue Guy? Guy, ja. Der blaue Boy, wollte ich sagen. Von mir aus auch Dude, aber nicht Guy. Kann ich in die Mitte rennen? Ohne Kummer und Sorgen. Ich habe eine Rettungsplattform, die ich einsetzen kann. Falls nötig. Wow, das war auch eine Ankündigung. Ich hätte mir vielleicht Warp Powder kaufen sollen, ne? Hm, Tom, du redest eben vom Warp Powder, aber kommst doch nicht auf die Idee, das zu kaufen, wenn du in die Mitte rennst. Wow, klug. Boah, Leute, ich bin so aufgeregt. Aber jetzt haben wir die Mitte. Das ist gut. Ja, ja, komm, mach mal hier nicht so ein Drama, ne? Vielleicht kriegen wir den. Nee, aber wir haben uns kurz angekündigt. So, da oben will sich einer langbauen. Juckt mich eh nicht, weil ich habe kein Bett mehr. So, ich weiß nicht, was der für einen Bogen hat. Ich will eigentlich auch kein Battle gerade mit dem. Erstmal vielleicht die anderen vernichten, hm? Dass wir uns das bis zum Schluss aufsparen können. Du, jetzt habe ich aber schon ein bisschen Respekt vor dir. Weil, vielleicht machst du gleich MLG Cobweb in die Mitte. Hier sind doch keine Spinnennetze, oder? Nee. Okay, Leute, da ist einer. Da ist er, da ist er. Da ist er.
habe ich ihm nochmal einen Shot mitgegeben. Einen kleinen Shot. Boah, ich müsste ihn tot kriegen. Das wäre ein Highlight. Okay, er schießt nach oben. Das heißt, der eine Typ wird da noch sein. Genau. Bin trotzdem einmal sicher gegangen, dass das Ganze hier kein Ablenkungsmanöver ist. So, er soll auf jeden Fall weiter wischen, dass ich auf ihn ziele. Okay, jetzt habe ich einmal auf den da oben gezielt. Ich habe halt auch ein bisschen Angst, dass der gleich von hinten kommt und sich einfach mal denkt, ja, töten wir den einfach mal. Okay, jetzt muss ich es wagen. Ich habe halt kein Warp, oder? Zack. Okay, boah. Dieser Pfeil, ey. Dieser Pfeil, der direkt vor meinen Füßen eingeschlagen ist. So, der beste Bogen ist immer eine gute Wahl. Und dann brauchen wir noch ein gutes Schwert. Okay, damit haben wir das. Jetzt Warpowder. Ist hier vielleicht noch Gold? Ah, natürlich hat er das rausgenommen. Ich weiß, dass ich eben da drei Gold reingepackt hatte. Aber die sind damit dann nun futsch. So, drei Warpowder. Das reicht doch erstmal. Das tun wir mal raus. Das macht das nur unübersichtlicher. Finde ich. Weil was soll ich mit Bronze in der Hand? Auf der Hand. Nicht in der Hand. So. Okay, er macht so einen Pfeilhagel auf ihn. Nice. Das Bett von dem wurde zerstört. Wie chillig. Sehr gut. Und damit haben wir ihn. Chillig. Wie geil. Okay, jetzt müssen wir... Ach, er juckt mich eigentlich nicht. Ich habe jetzt wieder die Mitte. Okay, wir haben uns zurückgearbeitet, Leute. An die Spitze, würde ich sagen, im Moment. Im Moment sind wir absoluter Favorit. Bam, bam, bam. Damit haben wir auch wieder Gold. Am Start. So, welches Team lebt denn jetzt noch? Rot lebt noch. Gelb lebt noch. Und Orange. Wo ist denn Orange? Gehen wir mal zu Gelb, ne? Hä? Ach, Orange ist da. Ach, Orange ist der Typ da oben. Hat Gelb einen Bow? Was sagst du? Eher nicht, ne? Ich denke eher nicht. Das ist ein bisschen... Was machst du denn da? Warum? Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Wow, wow, wow. Wow, wow. That was a little bit tricky. So, damit haben wir ihn. Chillig. Damit haben wir den gelben Boy. Und können uns jetzt bestimmt an seine Base heranschleichen. Aber der wird mit Sicherheit was zurückgelegt haben. Davon gehe ich mal stark aus. Na, halt dein Maul bitte. Ah, jetzt fängt das wieder an. Mit dem Eisenschwert jemanden runterschubsen ist immer so kompliziert. Na, kriegst du mal ein Knockback hier? Alter, ich raste aus. Warum kriegt er kein Knockback? Kriege Knockback, danke. Okay, hier macht es keinen Sinn lang. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele diese Map das erste Mal. Ich weiß nicht, wo man hier am besten langrennen sollte. Okay. Also beim Bett abbauen. Aber für mich sieht es hier am einfachsten aus, irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn der mich jetzt hier runterboxen sollte, das wäre mies. Alles klar, da ist auch eine Kiste. Das heißt, wir kaufen uns gleich mal Spinnennetze für den, wenn wir ihn... Okay, jetzt. Spinnennetze, Cobwebs, Cobwebs, Cobwebs. So, die ersten haben wir schon mal. Jetzt die nächsten. Zack, zack. Zack, zack. Ja, da kommst du jetzt noch raus, ne? Aber nicht mehr lange, mein Freund. Okay. Damit ist er erstmal wieder weg. Okay, einmal töten hier noch. Chillig. Cobwebs. Gott sei Dank sind die so am Anfang hier. Das wird das sonst ein bisschen komplizierter machen. Hm? Ja, komm nochmal raus. Hallo? Oh Gott im Himmel. So, jetzt machen wir es dir unmöglich, hier rauszukommen. Weil du das nicht abbauen kannst. Wenn du da drin hängst.
So, sehr schön. Na, mein Süßer. Du bleibst ja jetzt mal schön drin gefangen. So, jetzt aber. Hä, er ist wieder raus. Nein. Oh. Upsala. Das, ah, guck mal einer an. Hier war das noch auf. Ich muss halt hören, ob der sich was grabbt. Einmal töten, damit er hier nicht abbauen kann. Reicht ja irgendwann auch mal, ne? Zack. Wir lassen uns Zeit, Leute. Ach, ich hänge da noch irgendwie an der Leiter, ne? Mann, stirb doch. Danke. Okay, die müssen wir da oben noch abbauen. Alles kein Problem. Haben wir gleich geschafft. Dann ihn noch einmal töten. Okay. Und zack, zack, zack. Wenn der eine jetzt die ganze Zeit in der Mitte ist, dann hat der gleich... Hä? Ah. So einen enormen Goldvorrat. Das, er ist in der Mitte. Ich sehe es schon aus dem Augenwinkel. Wie mies. Scheiße. Der Orangene, der hat sogar noch ein Bett. Fuck. Ja, das ist jetzt irgendwie kind of doof, ne? Kind of doof ist stich. Wie gehen wir da am besten dran, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Erstmal tue ich hier ein bisschen Crap rein. Zack. Ach, guck mal, wir haben 11 Gold. Oh, wir können uns keine Enderperle kaufen. Ist ein bisschen traurig, aber so ist... Er ist gestorben. GG, würde ich dazu mal sagen. G fucking G. Er kann es halt nochmal leisten zu sterben. Aber nein, kann er eigentlich nicht. Eigentlich kann er es sich nicht leisten, ne? So, wir nehmen ihm hier nochmal eine frische Fuhre Gold mit. Machen wir eh viel zu selten, ne? Hat er noch einen Bau? Ne, sollte er eigentlich nicht mehr haben. Sollte er eigentlich nicht mehr haben. Ich will aber lieber mit einer Enderperle zu ihm rüber, deswegen mal noch einmal ganz kurz. Wage ich noch einmal den Gang nach Hause. Kommt er mit oder bleibt er in seiner Base? Er steht noch, wollte ich sagen. Er steht noch in seiner Base. Ich will das sicher mit einer Enderperle darüber machen. Auf so einen Tod habe ich jetzt gleich keinen Bock. Und Cobwebs sollten wir vorher auch noch ein paar uns besorgen. Zack. Zack, das sollte reichen. Damit kriegen wir ihn klein. Bam. Bam. Stimmt, wir hätten ja im Notfall auch noch eine Rettungsplattform gehabt. Die hätte ich schon wieder vergessen. Aber ich will die gar nicht erst benutzen. So, weiter down kriege ich ihn eh nicht. Ach, jetzt hat er meine Enderperle gesehen. Schade. Na, wir wagen uns mal. Okay. Ist ein bisschen gefährlich jetzt. Wir essen noch einmal was. Und rüber. Okay, chillig. Erstmal gucken. Hier sind keine Dinger drin. So, jetzt genau wie bei dem anderen, mein Lieber. Du erlebst haargenau das gleiche Schicksal. Nur dass bei dir ein bisschen gefährlicher ist, weil du hier nirgendwo zugebaut hast. Okay, nice. Jetzt kann ich das tun, das tun, das tun, das tun. Das tun, das tun, das tun und das tun. Und natürlich hier auch nochmal. Jetzt hier einmal nochmal. Ups. Töten. Töten. Ich sagte töten. Danke. Ist hier noch? Alles klar. Es ist wohl ein Nein. Noch einmal die Bewegung auf 0 zurücksetzen.
oben? Ach, von dir kommt man da oben. Wunderbar rein. Spitze. Bei dir meine ich natürlich. Ach, und das ist der letzte, Leute. Damit haben wir die Runde gewonnen. Okay, was eine spannende Runde. GG kriegt er dafür. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns ja morgen wieder, Leute. Bis dahin, haut rein und ciao.